Ja, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Wir haben zwei Verordnungen diese Woche, die durchaus von großer Bedeutung sind. Zum einen haben wir diese Woche die Verordnung zum Public Warning System herausgegeben. Wir haben ja das bewährte System der Sirenenwarnungen, Sirenenalarm in Österreich, und dazu kommt jetzt künftig eine automatische Nachricht auf Smartphone, auf das Smartphone von Unwettern und von Katastrophen. Die warnen dann vor Unwettern und vor Katastrophen. Und mit diesem Public Warning System erhalten die Bürgerinnen und Bürger in Österreich künftig automatisch Unwetter- und Katastrophenwarnungen als Push-Nachricht auf ihr Smartphone. Die dafür nötige Verordnung über die technische Ausgestaltung, wie soll das System technisch aussehen, wurde diese Woche, wie gesagt, erlassen. Wir befinden uns jetzt in der Umsetzung, in der Umsetzungsphase. Die Gespräche mit den wichtigsten Stakeholdern in dem Bereich, also die Telekommunikationsbranche, die Landeswarnzentralen, BMI, also Innenministerium, BMF, laufen, und die Implementierung, die Umsetzung der Implementierung beginnt jetzt. Wir starten zuerst mit regionalen Tests, um das System auszuprobieren, und anschließend wird das neue Warnsystem dann auch flächendeckend entsprechend ausgerollt. Also es sind jetzt die Landeswarnzentralen, die Telekommunikationsanbieter, Finanzministerium, Innenministerium, die hier den wichtigen Schritt auch setzen. Die zweite Verordnung, die Frau Bundesministerin sicher dann im Detail auch noch eingehen, ist, betrifft die Energiewende insgesamt, die Photovoltaik in dem Fall. Wir haben ja sehr ambitionierte Ziele uns ausgemacht im Regierungsprogramm, und da müssen wir loslegen, weiter loslegen. Es ist schon sehr viel geschehen. Wir wollen ja bis 2030 100% erneuerbaren Strom in und aus Österreich erreichen. Und ein gemeinsames Anliegen der Bundesregierung ist natürlich eben dieser schnellere Ausbau auch der erneuerbaren Energien. Wir haben ja bereits im vergangenen Jahr den Ausbau der erneuerbaren Energieträger massiv hochgefahren. Mehr Photovoltaikanlagen denn je zuvor, die gebaut worden sind. Aber natürlich sind wir dran, immer an diesem Tempo auch zu arbeiten und das Tempo auch entsprechend auszubauen. Und deswegen wollen wir die Energiewende nochmals deutlich beschleunigen, weil sie uns unabhängig macht. Sie schützt uns auch, sie schützt unser Klima auch. Und diese Energiewende brauchen wir dringend. Wir haben schnellere Genehmigungsverfahren bereits beschlossen, kürzlich in der UVP-Novelle auch, wo vor allem Energiewendeprojekte einfacher und schneller auch errichtet werden können. Und jetzt bringen wir einen neuen Förderrahmen auch auf den Weg. Dieser neue Rahmen für die Förderung soll schnellere Investitionszuschüsse, auch ein faireres System für den Ausbau der erneuerbaren Energien bringen. Wir lockern die Voraussetzungen auch für die Förderung, und damit können zum Beispiel auch die Arbeiten der Errichtung bereits vor Beantragung der Förderung beginnen. Das ist schon ein wichtiger Schritt, auch um das ganze System zu vereinfachen. Es gibt auch vereinfachte Zugänge zur Förderung, eine stärkere Orientierung auch an Privathaushalten, glaube ich auch wichtig, weil hier die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Die Nachfrage bei privaten Haushalten ist ungebremst, würde ich mal sagen. Wir haben erfolgreiche Zahlen, das wirst du sicher noch im Detail auch sagen. Und jetzt folgt dieser Ausbau-Turbo, wie du ihn auch immer nennst, für PV-Anlagen auf privaten Wohnhäusern, aber auch auf Dächern und Flächen unserer Betriebe. Das heißt, wir stocken deutlich auf. Im Jahr 2023 stehen insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung. 2022 waren es knapp 400 Millionen Euro. Also das ist eine doch starke Steigerung und eben eine Vereinfachung auch der Förderung. Das ist, glaube ich, eine wichtige Maßnahme, um diese Energieziele, die wir uns gesetzt haben, auch zu erreichen. Dankeschön. Frau Minister, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Lieber Herr Finanzminister, lieber Magnus, die Erfahrungen des vergangenen Jahres, die Erfahrungen einer globalen Energiekrise, die Erfahrungen eines schrecklichen Krieges gegen die Ukraine haben eines, denke ich, für viele jetzt wirklich unmissverständlich klar gemacht.
Die Energiewende hat oberste Priorität für unser Land. Denn die Energiewende sorgt für mehr Unabhängigkeit, indem wir uns selbst versorgen können und nicht auf Importe angewiesen sind. Die Energiewende schützt das Klima, denn weder Sonne noch Wind noch Wasserkraft verursachen klimaschädliche Emissionen. Und auch von zentraler Bedeutung, die Energiewende sorgt dafür, dass die Energiepreise langfristig sinken. Denn die Sonne schickt uns keine Rechnung, Russland schickt uns gerade eine sehr teure Rechnung. Klar ist dabei, die Energiewende ist ein Großprojekt. Und der Herr Finanzminister hat schon die Entwicklung des letzten Jahres skizziert. Die Energiewende ist ein Großprojekt. Sie braucht viele, viele Hände, damit sie Realität wird. Das heißt aber auch umgekehrt, jeder einzelne Beitrag zur Energiewende zählt. Jedes einzelne Sonnenkraftwerk, das in Österreich errichtet wird, bringt uns einen Schritt näher zu einer guten Energiezukunft. Und genau deshalb ist es ein großer Erfolg und wirklich auch eine gemeinsame große Freude, dass wir beim Ausbau der Photovoltaik in Österreich wirklich in großen Schritten vorankommen. Unzählige Menschen in unserem Land wollen mit einer eigenen Photovoltaikanlage einen Beitrag zur Energiewende leisten. Und genau dieses Engagement brauchen wir und genau über dieses Engagement freue ich mich wirklich ungemein. Im letzten Jahr wurden in Österreich erstmals Sonnenkraftwerke mit einer Leistung von über 1000 Megawatt errichtet. Und damit Sie eine Größenordnung haben, mit diesen Anlagen wird mehr Strom erzeugt, als die Stadt Salzburg braucht. Und das ist auch mehr, als wir uns im Erneuerbaren Ausbaugesetz, in unserem gemeinsamen Gesetz für die Energiewende vorgenommen haben. Und auf diesem Erfolg wollen wir uns jetzt aber natürlich nicht ausruhen, sondern auf dem wollen wir aufbauen und ganz im Gegenteil, wir wollen diesen Rekord und diesen Erfolg auch nochmal übertreffen. Und wir stellen dafür, danke auch dem Herrn Finanzminister, wir stellen dafür heuer ein absolutes Rekordbudget zur Verfügung. Mit insgesamt 600 Millionen Euro werden wir die Photovoltaikförderung heuer noch einmal ausweiten und dafür sorgen, dass noch mehr Menschen in unserem Land die Stromversorgung in die eigene Hand nehmen können. Das Klimaschutzministerium wird die entsprechende Förderverordnung heute veröffentlichen und sie tritt dann auch unmittelbar in Kraft. Diese Verordnung regelt die Details der Förderabwicklung im Jahr 2023. Sie schreibt fest, dass interessierte Menschen, interessierte Unternehmen in 4 Fördercalls ihre Förderanträge einreichen können. Und die erste Gelegenheit gibt es in Kürze. Der erste Fördercall startet am 23. März um 17 Uhr, das heißt in nicht einmal 10 Tagen. Dieser erste Call ist heuer auch besonders gut dotiert. Insgesamt stehen dort 250 Millionen Euro zur Verfügung. Denn wir wollen eben sicherstellen, dass möglichst viele Menschen eine Förderung bekommen und wir wollen sicherstellen, dass nun auch all jene Anlagen gefördert werden können, die im letzten Jahr noch in der Warteschlange waren. Die Einreichung zur Förderung erfolgt über die Homepage eag-abwicklungsstelle.at und dort gibt es alle Details zur Förderung. Wir haben auch, und auf das ist der Herr Finanzminister auch schon eingegangen, die Rückmeldungen im letzten Jahr sehr ernst genommen. Und deshalb wird die Förderung heuer auch einfacher und deswegen wird die Förderung heuer auch besser. In Zukunft können Private bereits vor der Antragstellung mit dem Bau der Anlage beginnen. Vor der Inbetriebnahme allerdings muss der Antrag vollständig eingereicht werden. Also eine Förderzusage ist aber auch dazu nicht erforderlich. Zur Inbetriebnahme. Und wer eine klassische Dachanlage mit einer Leistung von bis zu 20 Kilowatt errichtet, der profitiert künftig auch von dem Zusatzbudget, das wir gemeinsam zur Verfügung stellen im Klima- und Energiefonds. Es wird so ablaufen, wenn der Antrag bei der Förderung über das Erneuerbaren Ausbaugesetz nicht zum Zug kommt, wird er automatisch weitergeleitet an den Klima- und Energiefonds und kann dann dort gefördert werden. Dieses Zusatzbudget war mal ein ganz besonderes Anliegen, denn damit stehen heuer eben tatsächlich erstmals 600 Millionen Euro für die Förderung zur Verfügung, mehr Geld als je zuvor. Das brauchen wir, um all die Menschen, die mit ihrem Engagement uns dabei unterstützen, unsere Ziele zu erreichen, das Klima zu schützen, dass wir die auch bestmöglich unterstützen können. Sehr geehrte Damen und Herren, das Erneuerbaren Ausbaugesetz ist unser Gesetz für die Energiewende. Als wir dieses Gesetz vor 2 Jahren beschlossen haben, haben wir ein großes Ziel festgelegt. Bis 2030 werden wir unseren gesamten Strom in Österreich aus grüner Energie produzieren, selbst produzieren. Und nun sind wir in der Umsetzung.
Und die Umsetzung findet statt in der Realität. Wir sehen immer mehr Sonnenkraftwerke auf unseren Dächern. Und wir wissen, jedes einzelne PV-Panel macht uns unabhängiger, weil wir damit dreckiges Erdgas ersetzen, weil wir damit dreckige fossile Energie ersetzen. Jede Familie, die eine Photovoltaik am Haus hat, am Dach hat, spart Geld, weil uns die Sonne eben keine Rechnung schickt. Und vielleicht in diesen Tagen am wichtigsten, jede einzelne Anlage hilft uns, das Klima schützen, weil so gelingt uns der Weg in eine gute, eine klimaglückliche Zukunft.